Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 2 Resurrected. Wir sind im letzten Akt. Ja, so ein Frustakt. Aber wir... Ich beiße mich durch. Wenn ich erstmal akzeptiere, dass ich hier nichts mehr treffe, dann würde doch was. Aber wir lassen jetzt auch unseren Dings hier kämpfen und dann ist gut. Wir hatten eh die bessere Rüstung. Obwohl, ja, aber manchmal braucht ein bisschen Hilfe, ja. Manchmal braucht er doch ein bisschen Hilfe. Ich habe schon wieder keine Heiltränke da drin. Ja, nehmen wir die hier. Ich habe schon wieder nichts. Ich muss wieder Heiltränke sammeln. Na, Loot ist ja nicht schlecht. Also ist ja von der Anzahl her ist ja nicht schlecht. Ja, also viel Loot, aber es hat ja nur alles im Müll damit bei hier. Alles weiß. Braucht kein Mensch mehr. So weit im Spiel fortgeschritten. Hä? Achso, ich würde mal den wieder machen hier, wa? Ich sollte vielleicht mal wieder den machen. Sonst sind wir ja hier so ungeschützt. Halt mal still hier. Halt mal still. Ach, ist das frustrierend. Du brauchst für jedes Monster bestimmt eine extra Waffe. Macht ja auch Sinn. Hier, der versteckt sich schon wieder hinterm Busch. Ist der dumm oder was? Warum macht der das? Dann hast du mal wieder so ein paar Treffer hintereinander, aber... Ich bin überladen. Ja. Mach doch mal hier irgendeinen. Löst doch mal immer die Zauber hier aus, ey. Spiel weiß, dass ich Heiltränke brauche. Also in Krieg hin. Irgendwas gesehen hier von wegen Kältewiderstand hier? Ich hab keinen gesehen. Na, der macht null irgendwas hier. Ugh!
der ist gleich tot. Los, komm weg hier. Komm weg hier. Junge, nee. Gut. Stärke. Ist auch so ein Ding. Stärke ist nur alle paar Punkte, wird da was verändert. Warum? Warum ist das so? Alter Blizzard, was ist mit euch? Der Arschhaare hier raucht oder was, als er euch das ausgedacht hat und dann so minimal. Wisst ihr, das macht überhaupt keinen Sinn, hier irgendwelche Punkte zu verteilen. Junge, nee, dann kommen ja da ein kleiner Punkt, dann kleiner Punkt, da kleiner Punkt. Das muss doch individuell immer steigen. Ich kann hier Stärke hier 1000 drin machen, hier. Wir sind immer noch auf Level 2. Als ob. Junge, nee. Ja, ich weiß, ich rege mich auf. Natürlich rege ich mich auf. Weil einfach Frust. Es ist einfach nur Frust. Kann man nicht anders sagen. Frust, Frust, Frust und nochmal Frust. So, müssen wir jetzt lang. Ich würde mal, also ich würde mal jetzt mal einfach mal frage mal in die Runde, was fasziniert ihn an diesem Spiel? Also was fasziniert ihn daran, ständig immer wieder raus und wieder zu farmen und hast du nicht gesehen? Und ich meine, klar, die immer nach der besten Rüstung, aber wofür? Ich sag mal, wenn ich durch bin, dann brauche ich nicht mehr die beste Rüstung. Dann bin ich durch. Dann habe ich schon alles. Dann habe ich schon immer die Story durch. Schwierig. Ich bin vielleicht ein bisschen eigen in der Sache. Gipfel des Ariad. Aber wir sollen doch hier noch irgendeine Prüfung machen, oder? Ach nee, wir müssen da rein. Okay. Naja, dann rein da. Die Wächter des Berges Ariad warten. Wir sind die Geister der Gefallen. Wir wurden auserwählt, den heiligen Berg Ariad zu wachen, in dem der Weltstein ruft. Nur wenige sind würdig, seine Gegenwart zu schauen. Und noch weniger können seinen wahren Zweck begreifen. Bevor ihr hier eintretet, müsst ihr uns besiegen. Das habe ich geahnt. Dann bin ich da, der da einfach null Treffer. Es macht null Spaß. Es macht keinen Spaß. Ich treff den nicht. Oder? Ja.
Oh Gott, ich muss schnell. So, Ina ist schon mal hin. Mein Güte, mal bleib doch mal stehen jetzt. Oh, verdammt. Was hat er jetzt gesagt? Ihr seid ein Würgeheld. Wir verbessern eure Fertigkeit und gewähren euch Zutritt zum Inneren des Berges Ariad, wo der Weltstein ruht. Vorsicht! Ihr werdet nicht allein sein. Baal, der Herr der Zerstörung, hält sich bereits dort auf. Der Erzengel Tyrael war stets unser Wohltäter, doch nicht einmal er kann uns jetzt helfen. Denn Baal verwehrt Tyrael spiritueller Präsenz den Zutritt zu Kamal-Frischreis. Nur ihr, Sterblicher, habt nun die Macht, Baal zu besiegen. Baal bedroht den Weltstein und damit das Reich der Sterblichen selbst. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er die volle Kontrolle über den Heiligen Stein an sich reißt. Kontrolliert Baal den Stein erst einmal, könnt ihr die Grenzen zwischen dieser Welt und der brennenden Hölle zerschmettern und den Horden der großen Übel so ermöglichen, sich wie eine unaufhaltsame Flut in das Reich der Sterblichen zu ergießen. Falls ihr euch als schwach erweist, könnte dies das Ende der Welt bedeuten, die ihr kennt. Ihr dürft nicht scheitern. Naja. Finde Baals Thronsaal. Ist doch aber ja nicht Baals Thronsaal, oder? So, was mache ich jetzt? Ego für Heilung hier auf. Jetzt sehe ich auch nichts geändert. Sorry, tut mir leid. So, zuweisen. Keine Ahnung, jetzt haben wir Wirbel. Aber ich würde auf jeden Fall. Warte mal. Ach, jetzt habe ich es hier genommen. Ist hier irgendwo ein Brot? Hab ich jetzt ja nicht geguckt. Ich will ja kein Brot. Na gut. So, dann würde ich sagen. Schon mal mit dem hier. Ihr habt euch vor diesen Menschen als würdig erwiesen. Sie betrachten euch als ihren Krieger, ihren Helden. Naja. Die Urahnen im Kampf zu bezwingen, das ist wahrlich eine Meisterleistung. Das bedeutet hoffentlich, dass ihr zum Kampf mit Baal bereit seid. Tja. Sieht wohl so aus, wa? Ich wusste, die Urahnen würden euch für würdig erachten, die Geheimnisse des Berges Ariad zu erfahren. Und nun haltet Baal auf, bevor er alles vernichtet, was heilig ist. Wenn die wüssten, dass ich so ein Luftschläger bin.
Hier, der macht die ganze Arbeit da. Die Urahnen haben euch geehrt. Und so wollen auch wir es tun. Aber meine Zweifel euch gegenüber sind nicht ausgeräumt. Mein Gott, was willst du denn noch? Soll ich dir die Füße küssen oder was? Oh, meine Fresse, ey. Kack dich doch ein, Junge. Gut. Giftdauer reduziert um 25. So, Baal, was hat denn der eigentlich? Was hat denn der so für Skills? So, wollen wir mal gucken. Wir brauchen mal ein paar Heiltränke hier. Ich pack mal hier voll hier. Gut. Ein paar Regenerationstränke weg mal auch mit nehmen wir. Hier noch eine Energie und dann ist gut. So, gut. Ja. Geil, wie sie das alles schön stecken lässt. Bin zufrieden mit. Ihr steht als würdiger Held vor mir. Und ihr seid die letzte Hoffnung unseres Volkes. Macht eure Sache gut, Krieger. Ja, warum kommt er nicht mitkämpfen? Frage er nur. So. Gut. Kann ich mit ihm nur reden, oder was? Weltensteinturm. Klappern wir erstmal alles ab hier, wa? Natürlich ist hier schon alles voll mit Ungeziefer. Ich muss sagen, bis Akt 5 war ich richtig begeistert von dem Spiel. Na toll. Mit dem Akt ist irgendwas kaputt gegangen, ich weiß nicht, also... Fehlt mir aber noch auf dem Mana hier, wa? Stimmt, der hat gerade hier den Wirbelwind. Aber ich krieg hier Mana. Für was krieg ich jetzt Mana? Pro Treffer irgendwas? Ah.
Das ist nicht gut gewesen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Naja, ist schon wieder voll. Kronenschild. So, hier unten sind wir durch. Hier ist nichts mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Da ist der komplett voll hier. Hier, weg damit. Weg damit. Weg damit. Stadtportal holen, nehmen wir mit. Nur treffen. Muss ich nur noch treffen. Zwei Schläge, zwei Treffer. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt anders als vorher? Ich glaube, nichts geändert. Schon ein bisschen oder ruckelt. Ich bin überladen. Gut, ach nee, der hier. So, jetzt haben wir da hinten haben wir noch was. Warum bin ich denn da nicht weiter, Jan? Warum bin ich da nicht weitergegangen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, siehst du, das haben wir auch übersehen. So, gehen wir hier rum.
Ebene 2. Was war das andere gewesen? Ach, der Ausgang. Okay. Kicken wir mal. Hier ist ein Portpunkt, oder? Nee. Hat mal in der Mitte zählt, 5-mal geschlagen, nicht einmal getroffen. Oh, ist das furchtbar, ey. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Naja, ich sag mal, ist halt am Anfang der Wirbel, ja. Kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass wenn er auf 20 wäre. Ich bin erstaunt, dass man dann nicht auf Mana skillt. Dass man mehr Mana hat. Oh. Schlupsackt. Ich glaube, ich lasse mal Ebene 3. Die Frage ist ja, wie viele Ebenen kommen da jetzt noch? Gehen wir mal auf die andere Seite da, damit wir hier durchgucken. Ich mache auch, glaube ich, an der Stelle erstmal Schluss, wa? Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder und bis dahin, oh, haltet die Ohren steif und tüdelü.